Hey Leute, schon lange gab es keine Möglichkeit mehr für euch, eure Fragen an mich zu stellen, sodass ich mir dachte, es wird mal wieder Zeit für ein Q&A, in dem ich alle meistgestellten Fragen in letzter Zeit einmal beantworte. Welches Smartphone ist designtechnisch dein liebstes? Ich denke, viele von euch sollten wissen, dass ich ein Riesenfan der Pixel-Smartphones bin und deswegen würde ich auch sagen, dass ein Google Pixel 6 in dem Fall designtechnisch somit eines meiner liebsten Smartphones ist, aber das Nothing Phone 1 gefällt mir schon auch sehr gut, weil es auch mal was komplett Neues ist designtechnisch und sowas begrüße ich immer extrem gerne. Gib uns mal einen kleinen Steckbrief von dir. Okay. Ich bin Max, 1,80 Meter groß, 21 Jahre alt, komme aus der Umgebung Stuttgart und bin in Herzogenaurach aufgewachsen. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte, die bei einem Steckbrief nicht fehlen dürfen. Wie stehst du zur noch nicht veröffentlichten Pixel Watch? Tatsächlich freue ich mich riesig auf die Pixel Watch, weil sie auch sehr vieles extrem gut machen soll. Klar, sie wird den älteren Prozessor verbaut haben, aber nichtsdestotrotz ist sie auch designtechnisch in meinen Augen gerade so als Minimalist einfach ein Augenschmaus. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Es wird auch ein Review auf meinem Kanal geben und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass das meine neue Daily Driver Smartwatch wird. Wird es ein Review zu den neuen Pixel Buds Pro geben? Diese Frage kann ich eigentlich ganz kurz mit Ja beantworten, allerdings möchte ich dazu trotzdem noch mal kurz ein bisschen ausholen, denn es wird auf jeden Fall ein Review zu den Pixel Buds Pro geben. Allerdings dauert es noch ein kleines bisschen, weil ich mir bei solchen Videos bzw. Produkten immer etwas mehr Zeit lassen möchte, weil ich eben auch weiß, es ist in meinen Augen ein eher besonderes, spezielleres Produkt, weil es vielleicht auch ein privates Produkt für mich werden könnte und deswegen möchte ich dann dadurch auch immer etwas speziellere Videos dafür produzieren. Was für Musik hörst du denn eigentlich? Das ist tatsächlich mit einer der meistgestelltesten Fragen und ich habe sie irgendwie nie auf Twitter oder Instagram beantwortet, weil ich mir dachte, nee, diese Frage hebst du dir wirklich mal für ein Q&A auf und jetzt ist es endlich soweit. Und es ist eigentlich super simpel, weil ich bin total offen für jegliche Musikrichtung. Das Einzige, womit ich mich noch nicht so ganz anfreunden kann, ist deutscher Hip-Hop und ansonsten höre ich eigentlich alles. Man kann mich sogar mit Jazz begeistern, da muss einfach die Stimmung passen und dann kann man gerne mal bei mir auch Jazz anmachen. Was für Tipps würdest du jemandem geben, der mit YouTube anfangen möchte? Tatsächlich ganz simpel, habt von Anfang an Spaß daran. Seht euch nicht irgendwie gezwungen, Dinge zu machen oder Dinge nicht zu machen, sondern macht das, worauf ihr Lust habt und der Rest kommt mit der Zeit. Man darf da nicht mit großen Erwartungen reingehen, sondern einfach erstmal machen, machen, machen. Und was vielleicht auch viele immer unterschätzen, anfangs muss man sehr viel selbst investieren in Equipment, wenn man dann doch mal mit einer Kamera drehen möchte, wobei auch Smartphones mittlerweile echt gute Videos produzieren können, aber eben auch in Produkte, wenn man zum Beispiel einen Tech-Kanal machen möchte, man muss sich anfangs Produkte, die man reviewen möchte, selbst kaufen. Es gibt da keine Firma, die euch leider irgendwie Produkte zuschickt und auch ich und alle meine anderen Technik-YouTube-Kollegen mussten durch diese schwere Zeit auch durchkommen. Woher hast du dein Wissen, deinen Stil, wie deine Videos aussehen? Sowohl der ganze cinematische Stil meiner Videos als auch das ganze Wissen über Technik habe ich mir alles selbst angeeignet, viele Videos geguckt, viele Tutorials und dadurch kommt dann irgendwann einfach dieses ganze Know-how zustande. Ich würde sagen, ich bin selbst noch lange nicht am Ende und ich mache immer noch so ein paar kleine Fehler, gerade was so diese ganze Videoproduktion angeht, aber man wächst daran einfach extrem und ich denke, gerade in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, dass auf jeden Fall das Gefühl von Video zu Video in irgendeinem Punkt eine Steigerung ist, sei es ein Skript, sei es Videoaufnahmen. Ich versuche mich wirklich von Video zu verbessern, aber im Großen und Ganzen habe ich mir dieses ganze Wissen und Know-how einfach selbst angeeignet. Es ist zwar sehr aufwendig und nimmt viel Zeit in Anspruch, aber am Ende lohnt es sich wirklich, vor allem, wenn man da extrem viel Spaß dran hat. Lohnt es sich mittlerweile noch jedes Jahr die neueste Technik zu kaufen? Diese Frage habe ich eigentlich schon indirekt in meinem technischen Minimalismus-Video beantwortet und die Antwort ist natürlich ganz klar nein. Technik ist mittlerweile so gut und langlebig geworden, dass man ohne Probleme auch ein Smartphone oder ein Notebook mehrere Jahre lang verwenden kann und ich sehe wirklich keinen Grund für alltägliche User, sich jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen, ein neues Tablet, ein neues MacBook. Es reicht, wenn man das wirklich alle 2 bis 3 Jahre updated und bei einem MacBook zum Beispiel sagt man eigentlich so nach Faustregel eher sogar nach 4 Jahren erst. Was ist deiner Meinung nach das aktuell beste Mittelklasse-Smartphone? Pauschal kann ich jetzt gar nicht ein genaues Mittelklasse-Smartphone nennen, weil ich finde, das Pixel 6a hat seine Daseinsberechtigung und gefällt mir mega gut. Das Nothing Phone 1 ist sowieso, dazu wird auch auf jeden Fall noch ein Video kommen, aber auch die ganze Nord-Reihe von OnePlus finde ich extrem genial. Und ich denke, vor allem mit diesen 3 Smartphones kann man definitiv nichts falsch machen, aber ein einziges Mittelklasse-Smartphone, was alle anderen in Schatten stellt, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm und finde ich auch gar nicht, dass es gibt. Was ist dein Lieblingsobjektiv?
Ich weiß gar nicht, ob es viele von euch wissen, aber ich setze hauptsächlich auf Sigma-Objektive und da ist es tatsächlich das Sigma 24mm f1.4. Ich mag den Look, ich mag die Brennweite an sich und dadurch nutze ich dieses Objektiv super oft und immer wieder extrem gerne. Kannst du uns ein bisschen was von deiner Karriere erzählen? Ich bin bei sowas zwar eigentlich immer echt schlecht, aber ich versuche mal so ein bisschen was zu erzählen und ich würde es jetzt auch nicht Karriere nennen, sondern einfach so ein bisschen meinen Lebenslauf, wie ich auch zu YouTube gekommen bin. Und es fing eigentlich schon echt recht früh an. Ich habe schon, wie ich ganz klein war, angefangen, mit der Kamera meines Vaters rumzuspielen, kleine Filme zu drehen, dann auch Urlaubsvideos zu filmen und habe dann auch recht früh mich echt für Technik begeistern können. Ich durfte zwar manchmal in meinem Alter gewisse Technik noch gar nicht haben, aber ich habe mich dafür einfach interessiert. Ich habe mir Videos darüber angeguckt und dadurch kam einfach immer mehr diese Begeisterung. Und dann habe ich irgendwann mit 16 Jahren so ein bisschen den Entschluss gefasst und gesagt, komm, jetzt machst du dir mal einen YouTube-Kanal und filmst einfach Videos über Technik, weil ich dann eben diesen ganzen Kamera-Aspekt und Technik-Aspekt vereinen konnte. Und so ist das alles zustande gekommen und so würde ich jetzt mal sagen, ist meine kurze Version meiner kleinen YouTube-Karriere. Hast du schon mal in Erwägung gezogen, eine Sony-Kamera zu verwenden? Ich muss ehrlich sein, kein einziges Mal. Für mich sind irgendwie Sony-Kameras echt nichts. Ich mag die Haptik nicht, ich mag die Menüs nicht, es ist einfach nicht mein Fall. Ich kann es total verstehen, wenn sich Leute dafür begeistern können und die Kameras unfassbar lieben und die Ergebnisse, die man mit den Kameras erzielen kann, sind ja auch absolut genial, aber für mich persönlich sind Sony-Kameras einfach nichts. Das war für mich eigentlich schon immer klar, irgendwann möchte ich eine Blackmagic haben und jetzt habe ich eine Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K und könnte glücklicher nicht sein und möchte eigentlich gar nicht auf irgendeine andere Kamera wechseln, weil ich die so gut finde und mittlerweile so einen echt guten Workflow gefunden habe. Was sind deine Erwartungen an das Pixel 7 und würdest du dir erneut ein Google Pixel zulegen? Ich habe tatsächlich sehr hohe Erwartungen ans Pixel 7 und 7 Pro, weil ich eben schon die Pixel 6 Modelle unfassbar gerne mochte und das Pixel 6 natürlich nach wie vor immer noch als mein Daily Driver nutze. Und deswegen hoffe ich einfach, dass vor allem in den Punkten Kamera und Performance nochmal ein großer Sprung nach vorne gemacht wird. Und dann bin ich eigentlich wirklich restlos glücklich. Ich mag das Design des Pixel 7 und 7 Pros, weil man es ja schon sehen konnte. Und deswegen, ja, ich habe hohe Erwartungen, ich glaube auch, dass sie erfüllt werden können und deswegen kann ich auch gleich die zweite Frage mit in dieser einen Frage beantworten. Ich würde mir jederzeit ein neues Pixel-Smartphone holen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das Pixel 7 bzw. 7 Pro wieder wird. Das war dann auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, ich habe alle wichtig beantworten können. Und falls irgendeine gefehlt hat, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich sie im nächsten Q&A auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als dass wir uns schon sehr bald im nächsten Video wiedersehen. Dann wieder auch etwas cinematischer. Und bis dahin, see you.